Folge 555, Schnapszahl, ich schmeiß eine Runde für alle, wer bezahlt? Bayer Leverkusen vielleicht, denn wie Sie gesehen haben, ist das mein künftiger Arbeitgeber ab der Saison 2058-2059. Ich wechsle mal wieder nach nur einem Jahr. Aber Leverkusen spielt um die Meisterschaft mit, da muss man ein Auge drauf werfen und ja, was soll ich jetzt zu meiner Rechtfertigung sagen? Den Nürnbergern wird das nicht schmecken. Ich wurde ja vorher schon skeptisch angeguckt, aber nach so vielen Entlassungen und mit der Aussicht auf Europa konnte ich dieses Angebot nicht ablehnen. Ein bisschen Konstanz ist ja bei mir schon durchaus reingekommen. Ich wurde zuletzt, ja gut, bei Dresden entlassen, ist jetzt auch nicht so lange her. Aber ich habe gelernt, meine eigenen Interessen an erste Stelle zu setzen. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass ich jetzt bei Nürnberg hier nicht noch das Saisonziel erreichen möchte. Das Saisonziel lautet Klassenerhalt. Wenn Nürnberg auch international dabei sein sollte, mit Leverkusen wäre das natürlich noch umso schöner. So, ich trainiere in dieser Woche. Ich lasse trainieren. Viererkette. Und wir stehen immer noch auf Platz 9, spielen jetzt gegen Gladbach. Die stehen an zweitletzter Stelle, aber wir haben ja gegen Union auch verloren. Und da sollten wir die ernst nehmen. Die Firma von Schiri Luis Alvendis ist pleite. Dieser steht auf der Straße. Ein Teil ihres Vereinsgeländes wurde fertiggestellt. Was war das denn nochmal genau? Die Pizzeria oder was? So, Schalke gewinnt 1-0 gegen Atletico Madrid. Wolfsburg gewinnt. Also Schalke ist schon mal mit 2 Siegen weiter. Wolfsburg einmal verloren, einmal gewonnen mit jeweils einem Tor Differenz. 2-1 war aber auswärts, also müssten die auch weiter sein. Everton ist weiter, Bordeaux ist raus und Liverpool schlägt West Ham United in der Euroleague. Zwolle besiegt Odense in der Verlängerung. Bilbao schlägt Amiens. Sapse besiegt Barcelona und Man City besiegt Viitorul. Folgende Halbfinalpaarung: Wolfsburg gegen Everton und Liverpool gegen Schalke. Zwei deutsch-englische Duelle. Und Chancen auf ein englisch-englisches oder deutsch-deutsches oder englisch-deutsches Finale. Europa League. Hier haben wir 4 verschiedene Nationalitäten. Bilbao gegen Sapse und Man City gegen Zwolle. So, über 36.000 Zuschauer hier im Stadion. Gebor kann wieder spielen. Tut dies auch der junge Danzico, hat das. Oder sagt man De Anzico? Ich weiß es nicht, wie man den Namen ausspricht. Der hat das auf jeden Fall unabhängig von der Aussprache gut gemacht. Hat sich mal ein paar wertvolle Minuten Einsatzzeit geschnappt. Wir spielen gegen Gladbach. Ansprache schenke ich mir. Herbert Grönemeyer tippt 0-2 auf Gladbach. Margenis nimmt den Ball mit Pass zurück. Wie heißt der Mann? Mrzliak. Der Ball landet immer aus. Im letzten Part haben wir auch nur 4 Punkte aus 4 Spielen geholt. Iredale trifft zum 1-0 nach Vorlage. Glenn Meyer, 6. Saisontor. Campos könnte mal wieder treffen. Ich möchte hier nicht zu fordernd klingen, aber Pereira verliert den Zweikampf gegen Karl Ström. Eckball für Gladbach von rechts. Reiter legt sich den Ball zurecht, kratzt sich am Kopf, schlägt den Ball mit Gefühl nach innen. Burns packt sich dazu. Im Moment punkten wir besser zu Hause. Hier sieht es auch gut aus. 1-0 zur Halbzeit. Iredale bekommt ein Lob. Verspricht noch besser zu werden. Jetzt nur nicht nachlassen. Einfach weiter so. So, direkter Freistoß von rechts für uns. 19 Meter. Meyer läuft an, versucht es mit roher Gewalt. Findet die Lücke in der Mauer. Malus schaut den Ball entsetzt hinterher. Außenpfosten. Fuck. Stefaniak nimmt den Ball mit der Hacke mit. Dringt in den Strafraum ein. Schießt genau auf den Keeper. Der hat damit keine Probleme. So, indirekter Freistoß von links, 19 Meter wieder, Gebor spielt quer, Meyer flankt, der Ball bleibt hängen. So, wir sind jetzt deutlich die bessere Mannschaft, ich bringe mal Hoffmann für Stefaniak, der Hoffmann wird immer unmotivierter oder was, ja, naja. So, dann kommt Rodriguez für Meyer. Viertelstunde noch, dann kommt
De Almeida für Campos. Und schon wieder ein spätes Gegentor. Gutierrez zum 1-1. Wie oft kassieren wir in den letzten 10 Minuten ein Gegentor? Hat das was mit der frischen Kondition zu tun? Haben wir schon wieder 2 Punkte liegen gelassen auf den letzten Drücker. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, aber trotzdem ein Punkt gegen den Abstieg. 1,08 Millionen eingenommen, 62.000 Euro Prämienzahlen. Ich habe gar nicht drauf geguckt, wie Leverkusen spielt. Da sieht man mal, wie sehr ich hier noch in meiner Aufgabe bei Nürnberg drin stecke. Aber ich will jetzt nicht wieder dieselben Phrasen dreschen, die ich letztes Jahr gedrescht habe. Aber ich habe mich ja mit Cottbus auch freundschaftlich getrennt, behaupte ich zumindest. Gutierrez, der beste Spieler, Spiel bekommt die Note 4 mäßig. Wir bleiben auf Platz 9. Es fehlen noch 6 Punkte bis zur 40-Punkte-Marke. Wir bleiben auch in Schlagdistanz zu den internationalen Rängen. Frankfurt verliert 3-4 gegen Mainz. Düsseldorf verliert 1-2 gegen Regensburg. Dortmund verliert 1-2 gegen Leverkusen. Sehr schön. Wolfsburg verliert 2-3 gegen Augsburg. Wir spielen 1-1 gegen Gladbach. Dresden spielt 0-0 gegen Kaiserslautern. Ingolstadt verliert 2-4 gegen Union. Bayern spielt 1-1 gegen Schalke. Bielefeld gewinnt 2-1 gegen Leipzig. Der einzige Heimsieg an diesem Spieltag geht nach Bielefeld. Düsseldorf Tabellenführer. Leverkusen nur 3 Punkte hinterm Tabellenführer. Leverkusen aktuell auf einem Champions League Quali-Platz. 3 und 4 sind Champions League Quali-Plätze oder 5 und 6 sind Euroleague-Plätze. So, wir haben 9 Punkte Vorsprung vor Platz 16. Da steht aktuell RB Leipzig. Campos teilt sich jetzt Platz 1 mit 2 anderen Spielern. Er hat in der Rückrunde noch kein Tor geschossen. Iredale und Giondeda und auch Burns in der 11 des Tages. So, Zuba. Der Wunsch wurde mir schon mal erfüllt. Den kenne ich noch aus Dresden. Der wechselt nach Leverkusen. Wobei ich glaube, ich gesehen habe, im linken Mittelfeld haben die eigentlich Überangebot. Aber naja, ich musste mir irgendwas wünschen, wollte jetzt nicht ewig suchen. Dann haben wir halt im Zweifel Überangebot. Aber wer weiß, ich könnte vielleicht noch andere Transfers tätigen. Da kann ich ja aktuell nur begrenzt eingreifen. Kann ich da nochmal eingreifen? Ich konnte mir, glaube ich, nur die beiden Spieler wünschen. So, Kalinic von Würzburg nach Southampton. Leverkusen, die müssen ja Kohle haben. Haben die ein eigenes Drogenlabor? Ja, so sinngemäß, so ähnlich wahrscheinlich schon, ne? Kann man das benutzen? Das habe ich nicht laut gefragt. Milos Levic von Burghausen nach Huddersfield. Alles Satire, was ich hier von mir gebe. So. Es sei denn, es hat direkt mit Fußball zu tun. Da spielen wir jetzt nämlich gegen Dynamo Dresden. Schon mal von gehört. Die stehen direkt vor uns auf Platz 8. Die haben wenig Konstanz. Mal gewinnen sie, mal verlieren sie, mal spielen sie unentschieden. Außerdem langzeitverletzten Lusamba sind alle fit. Die Sperren sind alle aufgehoben. Wir trainieren in dieser Woche. Mal ein bisschen hart die Kondition. Wie gesagt, es ist auffällig, dass wir immer kurz vor Schluss kassieren. Wir haben in der vergangenen Woche 445.000 Euro verloren. Die Fans bekommen mal wieder 500 Freikarten und 500 Karten Auswärtszuschuss, was ja eigentlich auch Freikarten sind. So, in ihrem Briefkasten finden sie einen blauen Brief des Vereins. Der Umschlag enthält die fristlose Kündigung. Ich habe es nicht ganz geglaubt. April, April. Ihr Jungspieler Vedat Bösen hat sich stark verbessert, hat nun Stärke 2. Ihr Spieler Antonio Lusamba mit Kino ein neues Hobby im Moment. Verletzt hat er viel Zeit, die neuesten Streifen im Kino zu gucken. Ich hoffe, er bestellt sich aber nicht zu viele Nachos. Also bei mir gehören die immer dazu, aber so. Ah, er hat ja noch Zeit, kann sich wieder in Form bringen, bis er zurück ist. Oh, hier, Tore, schön. Schön, nee, schön ist der Spieler. Deutschland gewinnt 3-0 gegen Bulgarien. Kaya wechselt ablösefrei nach Lens. Ihr Spieler David Schimmel muss im Rahmen seines Zivildienstes eine einwöchige Schulung absolvieren. Er steht Ihnen damit in den nächsten 7 Tagen nicht zur Verfügung. Wie läuft es denn mit der Michaela? So, der ist jetzt weg. Hat man auch schon länger nicht mehr so einen Grund zur Abwesenheit. Aber Philipp ist ja auch wieder am Start. Wir spielen in Dresden. Wie viele kenne ich denn da noch? Hoffmann, Hansen, Tikanen, Adler, Zuba. Zuba werde ich ja sehen. Ansonsten viele unbekannte Gesichter. Kommen denn da vielleicht welche aus der eigenen Jugend, die ich ja so stark gefördert habe? Sieht mir nicht so aus. Was haben die denn mit den ganzen Jugendspielern gemacht? Naja, aber noch kenne ich zumindest einige. Wir spielen jetzt auswärts auch nicht auf Konter. Das hat ja nicht wirklich funktioniert. Unterm Strich. Ich habe unseren Gegner lange genug selbst trainiert. Mensch, die kenne ich doch alle noch von früher. Also da kann ich euch ein paar Tricks verraten.
Sie blicken in Gesichter, die bereit sind, alles zu geben. 18.000 Zuschauer, ja, wenn der Schulz im Stadion ist, dann gibt es auch wieder mehr Besucher. Günther Jauch tippt 5:0 auf uns. Ordentlicher Platzzustand, besser als zu meiner Zeit. Vielleicht kann der Campos ja hier mal wieder den Knoten platzen lassen. Jetzt Eckball für Dresden, Devetak. Gjondega wirft sich dazwischen, klärt erneut zur Ecke. Ist von der anderen Seite. Devetak legt sich den Ball zurecht, winkt nochmal freundlich zu den Fans, die mich natürlich auch freundlich begrüßt haben. Ein paar Kritiker gibt es immer so, der Ball landet im Aus. Philipp hebt den Ball über Adler, die kennen sich natürlich beide noch, nimmt den Ball in Ruhe mit Trotte zum Mittelkreis, geht auf Lindström zu, aber der gewinnt den Zweikampf. Die haben auch einen gewaltigen Libero da im Zentrum stehen. Philipp auf Pereira, der sprintet in die Mitte gegen Tikkanen. Doppelpass mit Philipp, der kommt völlig frei zum Schuss. Und Hoffmann pariert souverän. Entschuldigung, Freier macht hier das 1-0. Wir liegen hinten. Ja, wenn wir auf Konter gespielt, als wir auf Konter gespielt haben, haben wir immer bis kurz vor Schluss die 0 stehen gelassen. Aber dann haben wir trotzdem ein Gegentor kassiert. Von daher jetzt das frühe Gegentor. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Oh, Hoffmann kriegt fast vom Campos einen eingeschenkt. Gray spielt zurück. Gebor passt nach vorne. Gray zieht ab. Und Hoffmann faustet den Ball zur Ecke. Obwohl er eigentlich vorbeigegangen wäre. Eckball von rechts, jetzt Gebo schlägt den Ball hinter das Tor. Den kennen sie natürlich auch noch. Wolf drischt den Ball hart und flach in den Strafraum. Der Ball landet im Aus. Einwurf durch Gebo. Weit in den Strafraum. Hansen hat aufgepasst, köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Adler gegen Philipp. Der grätscht und kann den Angriff abfangen. So, macht noch mal was hier. Ah, es passiert nichts mehr vor der Halbzeit. 1-0 führt Dresden. Ich lobe mal Philipp. Der ist relativ aktiv. Zweikampfstark. Oh, Kinders, ich will Leistung sehen. Leistung will ich sehen. Rote Karte für Freier. Das heißt, wir haben jetzt die komplette zweite Halbzeit Überzahl. Indirekter Freistoß für uns von rechts. Der Torschütze ist runtergeflogen. 19 Meter Torentfernung. Meier läuft an, haut den Ball auf. Stefania Grüber. Der zieht aus 20 Metern ab. Glanzparade Hoffmann. Ja, der Hoffmann ist auf den Elf des Tages. Wir sehen hier, warum. Devetak. Das sind die guten Tipps, die ich ihm einst gegeben habe. Und die Torwarttrainer. Kiki kommt zum Schuss. Genau auf den Keeper. Der packt sicher zu und leitet den Konter ein. Ayerdell kommt an den Ball. Startet Richtung Tor. Lindström versucht, ihn einzuholen. Ayerdell ist zu schnell. Läuft frei aufs Tor zu. Hoffmann kommt ihm entgegen. Und nimmt ihm den Ball vom Fuß. Ja, der Hoffmann, der ist bärenstark. Devetak sieht gelb. Aber wir haben jetzt einen Mann mehr. So, ich bringe Rodriguez für Meier. Mit einem Mann mehr sollten wir die Offensive mal ein bisschen erhöhen. De Almeida kommt für Ayerdale. Gelbe Karte für Meli. Pereira nimmt den Ball mit, schießt. Borgersen kann blocken. Der ist jetzt reingekommen, den kenne ich ja auch noch. So, Pereira, Geboho. Hansen, Mercier, die kennt man noch. Gray stoppt den Ball, spielt auf rechts. Philipp. Kein Abseits, Gray leitet den Ball nach links weiter. Rodriguez nimmt den Ball mit, zieht scharf nach innen. Gray bringt den Ball unter Kontrolle, dribbelt nach rechts, nimmt den Ball mit, spielt quer. Pereira bringt den Ball unter Kontrolle, weicht nach rechts aus, nimmt den Ball mit, will ins rechte Mittelfeld spielen. Der Ball geht ins Aus. Mann, wir müssen jetzt hier in Überzahl mal was machen. Ich stelle auf volle Offensive. Und bringe Hoffmann für Stefaniak. Hoffmann, da ist er, der nimmt den Ball mit, sieht sich Tikkanen gegenüber, schirmt den Ball ab, spielt zurück. Gebo haut den Ball auf die andere Seite. Gray haut den Ball auf die andere Seite. Da kommt keiner dran, der Ball landet im Aus. Leo Zuber, wir sehen ihn nächstes Jahr bei Leverkusen. Ich sehe ihn dort. Er macht das 2-0 in Unterzahl. So, ich stelle mal auf Brechstange. Tikkanen stoppt den Ball, spielt Richtung Mittellinie. Devetak auf Tikkanen Richtung Eckfahne. Devetak stoppt den Ball, flankt
Der Ball senkt sich tückisch aufs lange Eck. Und Burns hat aber keine Probleme damit. Gelbe Karte für Gebohu. Wir konnten die Überzahl nicht nutzen, verlieren 2-0 in Dresden. 2 Elfmeter-Tore, by the way. 60.000 Euro Prämie bezahlt. Silas Hoffmann, den konnten wir hier und heute nicht bezwingen. Das Spiel bekommt die Note 4. Wir fallen zum ersten Mal seit langer Zeit, oder waren wir in dieser Saison überhaupt schon mal in der zweiten Tabellenhälfte. Wir fallen auf Platz 11. Ich sehe das Leverkusen, habe ich auch überhaupt nicht drauf geachtet. Während des laufenden Spiels, die haben 2-2 gegen Bayern gespielt. Schalke gewinnt 3-0 gegen Ingolstadt. Augsburg gewinnt 2-0 gegen Bielefeld. Dresden gewinnt 2-0 gegen uns. Kaiserslautern spielt 1-1 gegen Wolfsburg. Leipzig gewinnt 1-0 gegen Düsseldorf. Regensburg verliert 3-6. Wow, gegen Mainz. Gladbach spielt 0-0 gegen Dortmund. Union gewinnt 1-0 gegen Frankfurt. Augsburg ist neuer Tabellenführer. Leverkusen steht auf Platz 4. Wir haben noch 6 Punkte Vorsprung vor Platz 16. In der Torjägerliste Campos nicht mehr auf 1. Der müsste mal langsam wieder treffen. Ja, Hoffmann mal wieder in der Elf des Tages. Niemand von uns dort. Ja, Vujinovic, der Wunsch wurde mir auch erfüllt. Wechselt von Cottbus nach Leverkusen. Außerdem Bugre von West Ham United nach Dynamo Dresden. Abela von Darmstadt nach Union Berlin. Wir spielen jetzt gegen Kaiserslautern. Wieder gegen den Nachbarn der Elfte, gegen den Zehnten. Ich werde zunehmend unbeliebt. 500 Karten Auswärtszuschuss für das Spiel in Ingolstadt. So, Vereinsgelände, da ist doch was fertig geworden. Was war das? Ah ja, die Pizzeria. So, was wollen die Fans noch? Es gibt keinen vernünftigen Fanshop. Wir sollen ja auch viel bauen wegen dem Typen im Stadtrat. Dann bauen wir mal einen Fanshop. Direkt hier neben den Infostand. Ne, da muss erst... Erst die Laubbäume weg. Der Laubbaum. So, für 100 Euro. Dann kommt hier ein Fanshop hin. Der dauert allerdings noch 24 Wochen. Der hat offenbar 800.000 Euro gekostet. So, ich führe mal wieder ein paar Einzelgespräche. Wir spielen gegen den ersten FC Kaiserslautern. Oh, gar nicht geguckt, was wir trainieren. Wir trainieren Spritzigkeit. So, Meli möchte jetzt keine Kritik üben. Es gibt persönliche Gespräche. Champions League Halbfinale mit doppelter deutscher Beteiligung. Wolfsburg spielt 2-2 gegen Everton und Liverpool gewinnt 2-0 gegen Schalke. Ja, mittlerweile sind wir echt auswärts schwach geworden. Das sah mal ganz anders aus vor nicht allzu langer Zeit. Jetzt spielen wir gegen Kaiserslautern. Die stehen direkt vor uns, sind punktgleich, haben aber ein deutlich besseres Torverhältnis. Ich stelle mal Burmes drauf auf die Bank. Der unmotivierte Hoffmann geht mir ein bisschen auf den Sack. Schimmel kehrt zurück nach seinem Lehrgang. Wir spielen gegen Lautern. Also was wir letzte Woche falsch gemacht haben, das wissen wir alle. Aber diesmal, Jungs, diesmal will ich um Himmels Willen, dass wir nicht verlieren. Nicht, dass hier doch noch das Abstiegsgespenst nach Nürnberg kommt und dass ich noch Angst um meinen Job haben muss. Die Spieler finden die Ansprache unpassend. 33.321 Zuschauer, können auch noch ein Dutzend Mann kommen hier. 5.000 Gästefans fast. Kaiserslautern hat die letzten drei Spiele alle unentschieden gespielt. Johann Lafer tippt 2-6 auf Kaiserslautern. So, Pizzeria kann getestet werden. Guten Appetit. Ramos Mendes auf Gomez. Der weiß nicht, was er machen soll. Läuft in die Mitte. Passt nach vorne. Ramos Mendes gegen Meier versucht ihn zu tunneln. Meier lässt das nicht einfach so mit sich machen. Stefania gegen Vecek, geht an ihm vorbei, schaut, spielt direkt in den Strafraum. Kein Abseits, Campos nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an, spielt auf den völlig freien Iredale. Der schießt genau auf den Keeper. Oh Mann, der packt sich ja zu und haut den Ball in die Sturmspitze. Gelbe Karte für Giondeda. Kopfball Campos weit über das Tor. Oh Mann, die Abwertung hat ihm nicht gut getan, aber
Kann ja jeder mal eine schlechte Phase haben. So, Gomez trifft für Kaiserslautern zum 1:0, zweites Saisontor. Nochmal kurz vorm Halbzeitpfiff. Stefan, er klickt nach innen auf. Iredell stoppt den Ball, spielt auf die linke Seite. Meier zentral. Kein Abseits. Iredell stoppt den Ball, spielt auf rechts. Gebo versucht es einfach mal mit einem Heber. Und der Keeper boxt den Heber zur Ecke. Der Ball wäre eigentlich vorbeigegangen. Jetzt Eckball von links für uns. Gebo haut den Ball auf den kurzen Pfosten. Pereira verlängert. Aber da kommt keiner mehr dran. Und wir liegen 1-0 hinten zur Halbzeit. Trotz des Chancenplusses. Hier ist keiner so schlecht oder so gut, dass ich ihn loben oder kritisieren möchte. So, Pereira gegen Filipovic. Geht an ihm vorbei. Pereira kann den Ball ungestört mitnehmen. Spielt nach rechts. Gebo flankt. Jetzt habe ich auch mal geguckt, wie es bei Leverkusen steht. Pereira mit dem satten Distanzschuss. Monsieur Blom hat den Ball im Nachfassen. 2:0. Marcelo Ramos Mendes. Molina sieht gelb. Hätten wir doch bloß die 2 Punkte gegen Gladbach nicht verschenkt. Ich musste mich gerade daran erinnern, dass das ja gar kein Sieg war. Das ist schon fast falsch abgespeichert. So, Rodriguez kommt für Meier. Wir stellen auf Offensive, wir stellen den Einsatz auf 150%. Gelbe Karte für Gomez. Der Mendes war an beiden Toren beteiligt. So, ich bringe dann den jungen Burmis drauf für Stefaniak. Und Schimmel für Philipp. Oh Leute, wir haben noch knapp 10 Minuten. Ich stelle auf Brechstange. Wenigstens einen Anschlusstreffer hier machen. Torverhältnis könnte auch noch relevant werden. Nein, wir verlieren mit 0:2 gegen Kaiserslautern an einem strahlenden Frühlingstag. Nehmen ca. 890.000 Euro ein. Zahlen ca. 60.000 Euro Prämie. Gomez, der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 5 schwach. Wir fallen auf Platz 12. Und so langsam wird die Luft doch etwas dünner da unten. Leverkusen spielt 2:2 in Bielefeld. Düsseldorf gewinnt 2:0 gegen Augsburg, hat in diesem Spitzenspiel sich die Tabellenführung zurückgeholt. Wolfsburg spielt 2:2 gegen Dresden. Frankfurt verliert 0:1 gegen Regensburg. Dortmund gewinnt 2:0 gegen Schalke. Wir verlieren 0:2 gegen Kaiserslautern. Bayern spielt 1:1 gegen Leipzig. Mainz spielt 2:2 gegen Union. Und Ingolstadt verliert 0:2 gegen Gladbach. Auf den Abstiegsplätzen Leipzig, Gladbach, Union. Da ist keiner so abgeschlagen, dass er schon weg wäre. Union nur 3 Punkte Rückstand auf Schalke. Wir haben nur noch 5 Punkte Vorsprung vor Platz 16. Wir haben mittlerweile 6 Punkte Rückstand auf Platz 7. Da steht Dresden. Leverkusen nach wie vor auf einem Champions League Quali-Platz. 4 Punkte Rückstand auf Platz 1. Aber will ich, dass die Meister werden, wenn ich nicht dabei bin? Wurden die schon mal Meister? Ich weiß es gar nicht. Aber ich möchte natürlich nächstes Jahr international spielen. So, Campos rutscht ab. Mittlerweile teilen sich 2 mit jeweils 11 Toren Platz 1. Aber der Campos, der wird einen Weg finden, den Knoten platzen zu lassen. So, wir sehen jetzt einige Transfers. Tikanen verlässt Dresden, geht auch ins Ausland nach Legia Warschau. Wulle, Vukosche, Avegmor geht von Villa nach Sandhausen. Binu von West Bromwich nach Dresden. Mertens von Darmstadt nach West Ham United. Und Peric von Hoffenheim nach Regensburg. Meli wird zum Kauf umworben. Von Leverkusen oder was? Nein, wir spielen jetzt gegen Wolfsburg, die sind auch ein bisschen abgesackt. Gebo hat sich in der Freistoßkategorie verbessert. Hatte ich das eigentlich angewiesen? Auf jeden Fall, er schießt ja sowieso viele Standards. Dann kann er jetzt ja offiziell auch die direkten Freistöße schießen. Wir spielen gegen Wolfsburg, die haben verdammt oft unentschieden gespielt. Wir stehen in der Rückrundtabelle auf dem letzten Platz. Wolfsburg auf dem zweitletzten Platz, da spielen die Richtigen jetzt gegeneinander. So, einige Einzelgespräche wird es hier auch geben, denn die sind durchaus nötig. So, verletzt ist niemand. Wir trainieren mal ein bisschen gemischt. Persönliche Gespräche. Mein bester Trainer sagt, Iredale, Pokal in England ist mir vollkommen wurscht. So, Meli wird von Darmstadt umworben. Die waren relativ aktiv, aber eher was Abgänge angeht. So, gucken nicht, dass ich... Er hat keine fixe Ablöse. Beinfüßig, 26 Jahre. Im Sinne von Nürnberg sollte er hier bleiben. Aber wir können uns ja mal das Angebot anhören. Olaf Rebbe von Darmstadt bietet 5 Millionen. Er ist 4,16 Millionen wert.
Nürnberg hat ca. 10 Millionen auf dem Konto, aber bei einem guten Angebot, ich sag mal, ab 6 Millionen würde ich ernsthaft drüber nachdenken, Herr Rebbe. Würde auch erst zur kommenden Saison wechseln, da haben wir nochmal 200.000, nochmal 400.000, nochmal 200.000. Da haben wir jetzt schon mehr als 6 Millionen. Aber soll ich ihn wirklich abgeben? 6,6, sagen wir 6,9. Ja, für 6,9 Millionen Euro wechselt er nach Darmstadt. Ich denke, das ist ein ganz guter Deal. Klar kann er seinen Marktwert noch erhöhen. Aber für knapp 7 Millionen Euro, das ist fast, sind fast 3 Millionen mehr, als er wert ist. Er wechselt nach Darmstadt. So, Serie A. Wir bräuchten jetzt mal einen Dreier, um auf die 4 Punkte in 4 Spielen zu kommen. Gray ist gut in Form, der kriegt mal ein Lob. Ihm tut das gut. Rittgeisson bekommt ein Gespräch, Rodriguez auch. Wir sollten jetzt mal ein bisschen was ändern. Es spielen jetzt einfach mal die motiviertesten Spieler. Obwohl, das bringt zu viele Änderungen mit sich. Burns geht zurück ins Tor. Philipp spielt. Alonso bekommt einfach mal einen Einsatz. Und Sökler bekommt auch einfach mal einen Einsatz. So machen wir das einfach mal. Die Spieler finden die Ansprache unpassend. Nur 27.000 Zuschauer. Wolfsburg hat keines der letzten 6 Spiele gewonnen. Wir allerdings haben auch nur eins gewonnen. Johann Lafer tippt 4:1. Auf uns. Das wollen wir doch jetzt auch sehen. So, Eckball für Wolfsburg von links. Nicht, dass das doch noch ganz ungemütlich wird. Und Menes Portela zupft sich am Kinn, haut ihn mal hinter das Tor. So, Wolfsburg möchte natürlich noch ins Titelrennen zurück einsteigen. Im Kampf um die internationalen Plätze. Sökler, so, zieht nach links, ist das sein erstes Pflichtspiel hier, kann sein. Er marschiert auf Ritzler zu, wird ein bisschen festgehalten. Und der Schiedsrichter hat das gesehen und auch gepfiffen. Es gibt Freistoß von links. Gebor hat das so jetzt drauf, 19 Meter. Jetzt offiziell drauf mit Diplom und er haut ihn auch direkt rein. Ja, kaum hat er den Freistoßführerschein. Da trifft er auch. Wir gehen in Führung. Das ist gut. Ich blicke jetzt doch öfters mal auf Leverkusen. So, Burns faustet den Ball aus der Gefahrenzone. Ein kurzer Blick auf den Spielstand. Bei den anderen wird wohl erlaubt sein. Jetzt geboren mit dem Eckball direkt aufs Tor. Elchi fängt den Ball ab. Wir führen 1-0 zur Pause. Das ist gut. Burns bekommt ein Lob. Das tut ihm gut. Ich sage, konzentriert weiter. So, jetzt nicht wieder einen späten Rückstand. Generell einen Rückstand. Gegentor meint. Nicht wieder ein spätes Gegentor kassieren. Aber auch kein frühes. Mal eine Führung über die Zeit bringen hier. So, Seitfalls hier Iredale und der Ball ist drin. Jawohl, 2:0. Siebtes Saisontor. Der überholt den Campos noch bald. Vorlage von Philipp. Jetzt Wolfsburg Rietzler. Zu kurz. Abstoß. 61. Minute. Ich bringe Meli für Maguire. Soll jetzt auch nicht aussehen, als würde ich den Meli direkt runternehmen, nur weil er den Verein verlässt. Ich werde ja auch nicht rausgenommen, nur weil ich den Verein verlasse. So, dann kommt Schimmel für Philipp. 20 Minuten noch. Dann kommt der junge Alonso, bekommt auch mal Einsatzzeiten hier. Dann kommt Meier, geht einfach mal ins Mittelfeld für Gray. Tritt Jakob, nimmt den Ball mit, verlädt Rodriguez, flankt butterweich in den Strafraum, der Ball landet hinter dem Tor. Ja, die Wolfsburger Präzision hier. Passiert hier noch was? Eckball für uns von links. Gebo legt sich den Ball zurecht, drückt ihn fest auf den Rasen, schlägt ihn mit sehr viel Schnitt in die Mitte. Elchi kommt raus, faustet den Ball weg. Menes Portela gegen Meier, aber den Wölfen läuft, glaube ich, die Zeit davon. Menes Portela nimmt den Ball mit, schießt. 2 Meter vorbei und wir... Oh, noch nicht ist das... Das Spiel ist noch nicht vorbei. Tretjakov schlägt einen Haken, flankt. Aber der Ball landet im Aus. Ja, die Wölfe haben überhaupt nichts auf die Kette bekommen, sodass wir dann jetzt hier auch 2:0 gewinnen. Dann kommen wir zum dritten Mal in Folge auf 4 Punkte in 4 Spielen. Und punkten hier ganz wichtig gegen den Abstieg. 656.000 Euro eingenommen, 72.000 Euro Prämie bezahlt. Van der Strick, der beste Spieler. Spiel bekommt die Note 4 gegen. So, wir klettern auf Platz 10. Es fehlen uns nur noch 3 Punkte bis
zur 40-Punkte-Marke. So, Dresden gewinnt 2-1-0 gegen Bielefeld, Schalke spielt 1-1 gegen Mainz, wir gewinnen 2-1-0 gegen Wolfsburg, Leverkusen gewinnt 3-1 gegen Ingolstadt, sehr schön, Regensburg verliert 2-3 gegen Union, Gladbach gewinnt 1-0 gegen Düsseldorf, Augsburg gewinnt 1-0 gegen Bayern, Leipzig spielt 0-0 gegen Dortmund und Lautern gewinnt 1-0 gegen Frankfurt. Am liebsten wäre es mir, wenn die sich hier für die Champions League qualifizieren würden, aber nicht Meister würden, damit ich die Schale holen kann. Nein, das darf ich jetzt hier so nicht sagen. Ich muss ihnen das Beste wünschen. Ich hoffe, dass sie Platz 1 holen. So, 22 Punkte haben wir mittlerweile zu Hause geholt. Haben jetzt wieder 7 Punkte Vorsprung vor Platz 16. Bei noch 5 verbleibenden Spielen sieht es dann noch ziemlich gut aus. Jetzt wieder auf den Abstiegsplätzen stehen Schalke, Leipzig und Union. Gladbach hat die Abstiegsplätze verlassen in der Torjägerliste. Campos verliert an Boden in der Scorerliste. Gebo auf Platz 4. In der Elf des Tages Iredale. Und wir teilen Ihnen mit, dass wir die Lizenz bekommen. Wir haben gerade knapp 7 Millionen eingenommen mit dem Verkauf von Meli nach Darmstadt. Außerdem wechselt Huba von Halle nach Xira United. Beim nächsten Mal sehen Sie das Saisonfinale mit satten 5 Spielen. Wir spielen noch gegen Ingolstadt, Bielefeld, Bayern, Düsseldorf und Dortmund. Gucken, ob wir das Saisonziel erreichen. Auch die internationalen Ränge sind wieder ein Thema geworden nach dem jüngsten Sieg. Mit einer Entlassung muss ich hier nicht unbedingt rechnen. So, es gibt 500 Freikarten. Wir haben in der vergangenen Woche 300.000 Euro eingenommen und werden im Sommer ja 7 Millionen kriegen. 9,9 Millionen hier auf dem Konto. Habe ich eigentlich was angelegt? Ne, habe ich nicht. So, Leverkusen. 3 Punkte hinter dem Tabellenführer. In der Rückrundtabelle stehen wir auf Platz 16. Gucken wir mal in die anderen Ligen, ob es da Vorentscheidungen gibt. Zweite Liga. Ob irgendwer die Lizenz verloren hat. Ja, VfL Bochum hat die Lizenz verloren und fällt mit 44 Punkten auf Platz 18. Damit sind die Bochumer schon mal abgeschieden. Schalding-Heininger hat auch die Lizenz verloren. Mit 29 Punkten auf Platz 18 gefallen. In der zweiten Liga ganz oben Freiburg, Hoffenheim, Cottbus, verfolgt von Fürth, Würzburg und Halle. Auf den Abstiegsplätzen Braunschweig, Stuttgart, Offenbach und Magdeburg. Hier VfL Bochum hat die Lizenz verloren. Außerdem auf den Abstiegsplätzen Havelse, Oldenburg und Oberhausen. Oberhausen ist auch schon abgestiegen. Oldenburg ist schon abgestiegen. Havelse ist auch schon... Oh nein, Quatsch, es sind noch 15 Punkte zu holen. Oberhausen ist abgestiegen, die anderen noch nicht. Aber für Havelse und Oldenburg ist trotzdem eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Abstieg vorläufig feststeht. Münster hat hier krassen Vorsprung, schon 16 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Damit sind die schon aufgestiegen. Glückwunsch. Osnabrück auf Platz 2, verfolgt von Viktoria Köln. Werder Bremen, Holstein Kiel, Paderborn. Regionalliga Süd, Schalding-Heining hat die Lizenz nicht bekommen. Sonst ist noch niemand offiziell abgestiegen, auch unsere zweite Mannschaft nicht. Memmingen, Nürnberg 2 und Ulm stehen auf den Abstiegsplätzen. Aue steht ganz oben, auch mit krassem Vorsprung, 12 Punkte Vorsprung. Da ist aber der Aufstieg noch nicht ganz offiziell. Stehen zwei zweite Mannschaften oben, Bayern 2 und Augsburg 2. Homburg würde aktuell aufsteigen, verfolgt von Heidenheim, Jena, Mainz 2, Elversberg. Und ja, beim nächsten Mal sehen wir das Saisonfinale. Campos, trefft doch mal wieder. Ich sage ciao und bis bald.